Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Plants vs. Zombies. Und ja, jetzt ist es ein Let's Play geworden. Allerdings kann es sein, dass ich zwischenzeitlich mal etwas längere Zeit nichts davon hochlade, weil Plants vs. Zombies ist ja so ein richtiges Einstiegs-Let's Play. Da kann man ja einfach auch mal in eine Folge einsteigen und muss gar nicht die ganze Zeit lang dran sitzen, weil es immer mal zwischendrin spannend ist. Das Spielprinzip ist von Anfang an völlig klar und deswegen ist es so wie in Minecraft. Man kann ab und zu einfach mal reinschauen und man verpasst eigentlich nicht wirklich was. Natürlich verpasst ihr was. Meine unglaublich tollen Witze. Aber das ist ja gar nicht so schlimm. Okay, Plants vs. Zombies. Wir sind in Level 2, Stufe 6. Und Günther streckt sein kleines Ärmchen verzweifelt nach uns aus. Und wir kriegen, Football-Zombies und natürlich Conehead-Zombies. Okay, gut. Es ist wieder mal Nacht. Das bedeutet, wir brauchen unsere Pilzchen. Kleine Pilzchen. Gegen die, ja, wie soll ich sagen, gegen die unangenehmen Grabsteine nehmen wir mal den mit. Wir nehmen unser Walnüsschen mit. Versteht ihr? Walnut? Versteht ihr? Wal. Ach, ist auch egal. Vielleicht Potato-Minen gegen diese anderen Viecher. Dann die Hypno-Shrooms. Die sind ziemlich praktisch, weil die halt Zombies erstmal locker hypnotisieren. Ja, und dann rennt der Zombie zurück und greift die anderen Zombies an. Also richtig klasse gemacht. Und dann nehmen wir unseren Peace-Shooter, weil wir haben ja hier sonst nichts anderes. Nö, wir brauchen nichts verlangsamen, wir brauchen nirgends so Zwischenschießen. Und jetzt ist so der Zeitpunkt gekommen... Oh Gott, so viele Gräber. Jetzt ist so der Zeitpunkt gekommen, wo ich auch mit meiner Pflanztaktik eigentlich schon ein bisschen anders gehen müsste. Also normalerweise pflanze ich ja am Anfang jetzt hier meine Sonnenblümchen mal da hinten hin, weil ich mit der Maus hier einfach immer dann so in Reihe rum gut drankomme. Aber später pflanzt man die eigentlich in die dritte Reihe. Und davor halt alles, was sie schützt. Und dahinter tut man halt die... Wo kommt er? Da kommt er. Und dahinter packt man dann halt eben zum Beispiel die Peashooter, die halt über die ganze Lane schießen. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Ich weiß jetzt nicht, ich habe noch kein Video hochgeladen. Also ich nehme das hier sozusagen so ein bisschen im Vorrat aus. Ich habe noch kein Video hochgeladen. Ich weiß nicht, wie eure Pflanztaktiken sind. Wie gesagt, wenn ihr Taktiken habt, die ihr gerne benutzt oder ihr habt so ganz bestimmte Vorgehensweisen bei Plants vs. Zombies, die so euer Spielprinzip ausmachen, dann könnt ihr es mir echt... Macht ihr mal kaputt, dankeschön. Dann könnt ihr mir echt gerne eine Videoantwort schicken. Mit der Spielart, mit der ihr spielt. Ich glaube, ich möchte den gleich dann da weg haben, aber das mache ich dann später. Wie gesagt, jetzt bin ich schon langsam überlegen, ob ich halt meine Spieltaktik ein bisschen umändere. Die Dinger sind halt auch sehr nützlich, wenn man sie halt, angenommen, man wird überrannt von der Zombie-Lane, weil so viele Zombies kommen. Und man hat den halt sozusagen als letzten Stopp hingesetzt. Der sprengt dann doch ganz schön viel weg. La 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 la. Ich bin gerade überfordert, was ich zuerst machen soll. Ich mache erstmal den da weg, dann kann ich hier einen hinsetzen. La 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 la. Brains. So wie ich jetzt hier zum Beispiel eventuell darauf verzichte, hier noch weiter auszubauen. Ja, komm, du das... Ja, spuck noch eine aus, es tut mir leid. Ich will dich da nicht sitzen haben. Ich habe dich aus lauter Gewohnheit dahin gepflanzt. I'm going over the walnut. Where can I put a walnut? There's a walnut. Ja, friss den ruhig. Du musst deinen Spaß haben. Ich sag's dir. Ich dachte, das ist nicht lustig, was jetzt... Und... Skadoosh. So, dann machen wir hier den noch weg. Ja, das war falsch. Das hätte ich da nicht hinpflanzen sollen. Oh ja, hier geht sein Kopf ab. Oh nein, nein, nein. Oh nein. Wir haben noch kein... Wir haben noch kein... Kein... Psychopilz. Jetzt hätten wir einen Psychopilz, aber es lohnt sich nicht. Lohnt sich einfach nicht. Ja, ja, isst ruhig die kleinen Pilze. Das ist nicht schlimm. Komm raus. Ja. Deswegen sind die Kartoffelminen sind unglaublich praktisch. Weil man spart damit am Anfang eine Menge Zeugs. Dup, 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 dup. Oh, jetzt haben wir so ein Conehead-Viech. Können wir hier schon mal nach hinten in die letzte Reihe anfangen, P-Shooter zu setzen. Seht ihr, die fangen halt von hinten auch an schon zu schießen. Schieß dich von hinten über die Raufen. Put the Zombie down, put the Zombie down. Und das meine ich ernst. So, da ja hier mehrere auskommen. Oh, die große Wave kommt auch schon bald. Das ist blöd. Blöd, 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 blöd. Dip, dip, dip. Ja, dann packen wir hier mal schon mal einen zweiten hin. Und hier einen von den großen.
gerade mal gespannt, wo denn der böse Zombie kommt. Ah, wir haben noch Platz hier locker für ein bisschen mehr Aufstocking. Give me more sunlight. Give me more sunlight, you shroom. Give me sunlight, you shroom. Shroom the hell out of it. Put the shrooms everywhere. Wow, wir sind schon bei 1000. Not bad, not bad. Okay, jetzt brauchen wir einen von denen da. Gleich erstmal. Also erstmal brauchen wir erstmal... Oh oh. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Nee, jetzt macht er ihn benommen. Na gut. Ah, es klappt ja. Ist jetzt egal, ob das jetzt... Ich hätte halt gerne ihn, hier den Footballspieler hypnotisiert, dass er dann halt nach hinten rennt und alle Platten macht. Aber es hat halt nicht geklappt. Ja, das wird jetzt ein bisschen unangenehm. Kann man übrigens hier noch eine Mine hinsetzen. Friss ihn ruhig, friss. Hier, friss noch einen. Hier. Ah, das hat funktioniert. Noch mehr Geld. Ja, das wäre jetzt vielleicht nicht die beste Taktik. Ich hätte vielleicht anders pflanzen müssen. Aber hey, es ist früher Morgen. Ich bin auch müde. Was soll's? You got a new plant. Long-range shooter that hides when enemies get near it. Ich nehme momentan nämlich Plants vs. Zombies auf, weil wenn ich immer, wenn ich nicht in der alten Wohnung bin, in der ich noch wohne, nicht früh... Ja, ich teile mir jetzt momentan gerade zwei Wohnungen sozusagen. In meiner alten Wohnung, da kann ich halt High-End und so alles aufnehmen. Aber ansonsten nehme ich meinen Laptop und mein Mikrofon halt einfach mit. Und wenn ich in der neuen Wohnung bin... 60 Kilometer weit weg. Kann ich ja schlecht meinen PC jedes Mal hin und her mähen. Also nehme ich mein Laptop und mein Mikrofon mit. Mikrofon mit Wunderschön. Und dann kann ich das Einzige, was das Laptop flüssig schafft, pflanzen versus Zombies. Okay. Long range shooter that hides when enemies get near it. Das bedeutet, die kleinen Viecher können echt von weit weg eine ganze Menge Schaden anrichten. Allerdings, wenn Zombies ihnen nah sind, dann verstecken sie sich. Die Dinger sind aber super Ersatz jetzt für... Oh mein Gott. Super Ersatz für unsere P-Shooter. Ich nehme das jetzt auch mal so mit. Und nehme das auch mal so... Ja, nee. Ja, ja. Ja. Oh no. Ich brauche aber den. Und ich brauche auch den. Und ich brauche auch die da. Und... Ja, dann machen wir es mal so rum. Hoffen wir mal, dass es klappt. Let's rock! Ich meinte natürlich, let it... Ja, wir brauchten den, definitiv. Das wollte ich nur mal erwähnt haben. Ja, wo kommt dein erster Zombie? Das weiß ich noch nicht. Das sehen wir ja dann. Brains, brains. Brains, 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 brains. Brains, 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 brains. I will eat your brain when I come to you. Because... I'm a zombie and all of brain, brain, brain. Brain is so tasty. Oh, I love to eat your brain. Brain. Oh, I will eat your brain if I can survive your love. In love to eat your brains, brains. Ja, ist gut jetzt. Das war der Brain-Song der Zombies, ne? Muss man ja auch mal honorieren. So, jetzt packen wir mal einen von den Long-Range-Shootern. Seht ihr, von ganz weit weg schießt der. Macht auch ganz gut Schaden. Und kostet uns nicht viel. Brains, 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 brains. Brains, 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 brains. Brains, brains. Okay. Put that Zombie down. Der hechelt doch schon so. Asthmatika. Oh, scheiße. Was machen eigentlich Zombies mit Asthma? Röcheln die dann noch schlimmer? So, brains. Brains. Oh, scheiße, ich glaube, ich habe kein Sonnenlicht gerade gesammelt. Oh, fuck das. So. Ja, ich habe da einen Plan gehabt. Ich habe das jetzt richtig gemacht. Hätte ich, glaube ich, gar nicht gebraucht, ne? Naja, who cares? I don't care about that. Now I have a walnut there. Oh, bald kommt auch so eine große Welle. Und glaube ich, reicht es, wenn wir da hinten erstmal so eine fette Wall auf Bed haben. Eine Bed Wall. Und dann die Pilzchen reichen dann hoffentlich auch. Und jetzt müsste ich ja mal ganz langsam mal Grabsteine wegnamsen.
Lecker Grabstein. Nom, 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 nom. So, und zwar genau den hier. Der stört mich nämlich wahnsinnig. Expired. Sehr schön. Ja, verstehen Sie? Ja, noch ein bisschen Sonnenlicht. Give me more sunlight. Give me your sunlight, bitch. Give me your sunlight. Come on. Ja, dann würde ich den gerne den hier wegnommen. So, hoffentlich schafft er das, bevor der Zombie da angewankt kommt. Brains, 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 brains. Ja, ich glaube, der geht schon kaputt, ehe er da überhaupt irgendwas tun kann. Blub, 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 blub. Und dann kann man schon mal anfangen, die zu ersetzen durch die hier. Huch, jetzt habe ich das Geld nicht gesammelt. Ich dummerchen. Oh nein, jetzt kommt gleich eine Hutschwerf auf Zombies. Nommen sind wir mal den da noch weg. Einfach, weil ich es kann. La, 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 la. Oh, hallo Günther. Guten Morgen, Brains. The zombies are coming. Oh, it's a wonderful day. Hello. I will eat your brain. Oh no, I lost my head. Oh Mann, das ist aber doof gelaufen. Naja. Ein andermal, ne? Als hätte ich's gewusst, ne? Oh, jetzt kommt da oben auch so ein A. So ein AK-Kind. Nein, nein. Ich bin ein Pilzchen. Geht doch. Ein kleiner Knupsi-Pupsi-Pilz. Drecksschwein. So. Gold. Ey, nicht mein Pilz. Ich glaub, es geht los hier. Du glaubst wohl, du kannst dir alles erlauben, ha? Nicht mit mir, Kind, nicht mit mir. Blub, blub, blub. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. So, den da. Und jetzt noch hier oben den Grabstein wegnomsen. Wann schaffen wir das, alle Grabsteine wegzunomsen? Ehe es unangenehm für uns wird. Oh, ich kann auch einfach den Kleinen hier hinsetzen. Hier, da. Der kann nochmal weg hier. Dann haben wir immerhin schon mal da eine Lane frei. Give me your money, Zombie. Brauchst du eh nicht mehr. In einem Laden kommst du nicht mehr rein. Ja, Zombies haben ein Ladenverbot. Das wusstet ihr noch nicht? Ja, siehst du mal. Neue Info, ne? Aber wenn man so untot ist, ist es ein bisschen schwierig. Wenn man irgendwo einen Stickers kaufen will, glaubt einem das nämlich keiner. Ist das mit Hirn? Nein, das ist nicht mit Hirn. Warum nicht? Steht auf Stickers drauf. Das hat gar nichts mit Hirn zu tun. Müssen Sie schon zum Fleischer gehen und sich Hirnwurst bestellen? Oh, lecker Pferdefleisch. Oh, nom, nom. Oh, das kommt auch so ein fetter. Also, ich wollte eigentlich mal die Dinger da wegmachen, wenn das Ding ready ist. Put da Ding down. Lama Lama Ding Dong, what? Könnte die hintere Reihe jetzt durch so Hütchenpilze ersetzen, mach ich aber nicht. Ich kann hier schon mal eine Walnuss ist. Sinn. So. Mann, dann ist jetzt viel Sonnenlicht. Guckt euch das mal an. Gravebuster, Buster the Grave Down. Yeah, nom 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 nom, Grabstein. Man stelle sich sowas in der Realität vor. Lieber nicht ein bisschen pietätlos. Bling, 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 bling. Ja, sowas kann nicht passieren, wenn jemand verbrannt wird. Da kommt so Asche aus dem Grab, so Brain. Ich meinte, Staub. Staub, Staub, Staub. Ich werde von Staub belästigt. Ich glaube, er will dein Gehirn fressen. Das ist unrealistisch. Er hat ja keinen Mund mehr. Ich wollte ihn da gar nicht. Lauf mal schneller. Oder verlier schneller deine Gliedmaßen, was auch immer. Dankeschön. Guck mal, alle Grabsteine sind weg. Awesome. La, 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 la. Und der Zombie ist down geputtet. Das hat er jetzt davon. Jetzt kommen wahrscheinlich nochmal Grabsteine dazu. Ich kenne das doch. Oder? Bling, 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 bling. Nee, komm nicht. Gut. Oh! Oh, du willst Fußball mitspielen, ne? Du bist ein Footballspieler, ja? Nee, nee, nee. Turn around, bitch. Jetzt macht er nur einen Zombie platt. Nom, nom, nom. Aber ist schon schön, wenn du so seine eigenen Artgenossen so wegnommst, ne? Put all the zombies down. Put all the zombies down. No, he lost his head. And now, now the next one. Oh, yeah. Der Eispilz. Und fupp. Temporarily immobilize all zombies on the screen. Damit kann man, wenn er so große Welle Zombies kommt, pflanzt man den einfach und er macht fump. Und er friert alle Zombies, die gerade auf einen zustürmen und das Gehirn fressen wollen, einfach ein. Yeah. Das Eis, Eis, Baby. Oh,
Dort unten sehen wir den Dancing-Zombie. Das war früher der Michael-Jackson-Zombie, wenn ich mich nicht recht erinnere. Falls ich mich recht erinnere, Totenton, mein Gehirn heute, also... Ja, das bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall eine gute Verteidigungslinie. Erstmal brauchen wir wieder unsere Sonnenpilzchen, ne? Natürlich wieder diese Pilzchen. Dieses Pilzchen, etwas, was die Grabsteine wegnommst. Ein Walnüsschen, unbedingt ein Frosty-Bosty. Vielleicht nehmen wir dann doch, ich weiß es nicht, die Cherry-Bomb? Nehmen wir die Cherry-Bomb? Komm, put da Cherry Bomb. Put da Cherry Bomb. Cherry Bomb. So, dann pflanze ich das mal hier in die dritte Reihe. La 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 la. Give me your brain. Because I don't have one. I love to eat your brain. Because I'm undead. Warum essen Untote eigentlich Gehirne? Müssten die nicht... Ich weiß auch nicht. Was ist das für ein Sinn dahinter? Gibt es einen bestimmten Grund? Ich meine, warum brauchen die unbedingt Hirn? Das ist doch... Nützt ihnen jetzt auch nicht mehr viel, würde ich mal ganz steif und bein behaupten. Nur so als Randinfo. Ich meine... Wenn du untot bist, bist du untot. Da bringt dir auch das Gehirn nichts, ne? Blut hast du ja auch nicht. Organe fehlen ebenfalls. Also wenn du es dann isst, was sind das? Liegt das an den Cholesterinwerten oder so? Ich meine, dein Gehirn hat ja richtig viel Cholesterin. Also das ist gar nicht gesund. Das ist eigentlich voll ungesund, aber wen stört es? Die sind untot. Wen interessiert es, ob das gesund ist, ha? Brain. Was? Was steht da? Kann ich nicht lesen. Ich bin doof für. Oh, da kommt noch so ein Dicker. Deswegen schießen wir jetzt hier hinten, mache ich eine ganze Batterie von den dicken Dingern, schießen wir da hin. Packen wir da hin. Putten wir alte Zombies down mit unseren wide-ranged Mushrooms. Nein, das sind ja böse Shrooms. Oh nee, ich mag diesen Shroom nicht. Hier, komm, da kriegst du gleich doppelte Packung ins Gesicht. Schaffen wir den runter? Schaffen wir den down? Kriegen wir den kaputt? La, 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 la. Nein, 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 nicht so ein Disco-Ding. Oh, Dreck. Die Vorstadt Günthers zu einer wilden Rave-House-Party mit eingeladen. Nein, da wird nicht gediscot. Na, Disco ist aus. Es ist zu spät. Das ist Nachtrufstörung. Ruhestörung in der Nacht, wollte ich sagen. Ich meinte... Nix mit Brains. Brains. Hier hast du dein Brains. Oh, dann können wir schon mal einen von denen hier weggenommen sind. Brains, Brains. No, no Brains for you today, you zombie. Eat your own brain, bitch. Eat your own brain. Oh, du hast keins, das tut mir leid. So, dann haben wir noch genügend Platz dafür. Dann kann ich schon mal anfangen, hier welche zu pflanzen. Ich brauche dann eventuell nämlich ein bisschen mehr, ihr wisst schon, Unterstützung von meinen kleinen Sonnenblumen, spuckenden kleinen Pilzfreunden. Wobei eigentlich nicht. Eigentlich sind wir jetzt schon durch. Dann muss ich den dann unbedingt setzen und pack den kleinen da mal weg. Dann kann ich den nämlich hier in die Mitte setzen, dann wenn alle Zombies da sind. Wenn alle Zombies da sind. So, und freeze the Zombies down. Freeze the Zombies down. No problem. So, jetzt tauchen sie langsam wieder auf, aber das sollte uns genügend Zeit geben, hier alle Zombies Platz zu machen. Nee, wird nichts geknuspert. Es wird nichts geknuspert. Knusper, knusper, knäuschen, mehr knuspert an meinem Häuschen. Brains. Machen wir eine neue Variante von Hänsel und Gretel. Die Hexe versus zwei Zombies. Zombie Gretel Brains und Zombie Hänsel Brains. Ja, und dann versucht die Hexe sie mit Hirn zu mästen, aber es wird nicht so. Ja, ist egal. Gibt doch jetzt einen neuen Hänsel und Gretel Film, ne? Hat aber nichts mit Zombies zu tun, glaube ich. Destroyed a large area, leaving a crater in its wake. Ja, also wenn du jetzt richtig viel Probleme mit Zombies hast und du wirst sie gar nicht los, dann nimmst du einfach mal einen Doom-Shroom, der fast alles auf der Lane wegätzt mit so einem Bums-Effekt.
Ist ziemlich praktisch, finde ich. Allerdings würde ich ihn erst später einsetzen, weil er lässt halt hinterlässt einen Krater und du kannst in dem Krater nichts mehr pflanzen. Das ist also dann ein verlorener Place. Ist dann eher was, wenn man dann so eine ausweglose Situation hat. Bisschen besser als die Kirschbomben. Man macht halt einfach... Okay. Wir gucken ihn den Boom-Pilz aber erst im nächsten Part an. Und ich würde mal sagen, ne? Ja, es macht's gut. Bis das nächste Mal. Wenn es wieder heißt, Brains, ne? Tschüssikowski. Brains, Brains, Brains. Kommentieren, verursachen, abonnieren, Brains. Halt die Klappe, Zombie. Sowas sagt man nicht, das ist Abo geil. Okay. Right.